Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste! Nun ist es endgültig. Großbritannien und Nordirland werden morgen keine Mitglieder der EU mehr sein. Ein großer Teil der Menschen in Großbritannien hat der EU ihr Vertrauen entzogen und sich abgewandt. Abgewandt von einer EU der Konzerne, der Deregulierung und der Konkurrenz. Sie haben sich von einer EU abgewandt, in der der freie Markt wichtiger ist als der soziale Zusammenhalt. Als Linke kann ich die Menschen verstehen, die sich von einer Politik der EU nicht vertreten fühlen, die unter anderem auch für Kürzungspolitik und Schwerfälligkeit steht. Als Linke bedauere ich es aber auch, dass die Idee einer europäischen Gemeinschaft wegen der EU-Politik nunmehr ihren Glanz verloren hat. Wir brauchen eine andere Europapolitik, eine solidarische Politik von und für die Menschen, die es betrifft. Nur so kann verhindert werden, dass sich weitere Staaten von der EU abwenden, und nur so kann der grassierende Nationalismus zurückgedrängt werden. In Großbritannien bestimmen nationalistische Positionen gerade die Politik, und Boris Johnson inszeniert sich als Vollstrecker des Volkswillens. Johnson hat immer mit einem No-Deal-Szenario gedroht. Jetzt gibt es zumindest nach jahrelangen zähen Verhandlungen einen Austrittsvertrag. Allerdings bleibt weiter vieles ungewiss, denn die Entscheidung über viele wichtige Fragen steht erst noch an. Das künftige wirtschaftliche Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ist ungeklärt. Ob es ein Freihandelsabkommen geben wird und wenn ja, unter welchen Bedingungen, alles unklar. Aber andere wesentliche Fragen sind nicht geklärt. Wie sieht es aus mit der Außen- und Sicherheitspolitik? Wie sieht es zukünftig aus nach Ende 2020 mit der Frage von Grenzkontrollen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich? Vieles ist ungeklärt und durch den Austrittsvertrag von gestern das Chaos noch nicht abgewandt. Boris Johnson tritt leider sehr kompromisslos auf. Wichtig ist, dass von Seiten der EU und auch des Landes Hessen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger auf eine möglichst gute Kooperation hingearbeitet wird. In den Anträgen wird ein großer Schwerpunkt auf die Wirtschaft und das zu gestaltende Freihandelsabkommen gelegt. Aber es ist nicht nur aus Gesichtspunkten des Wettbewerbs wichtig, dass es in Großbritannien nicht zu einem Abbau von Umwelt- und Verbraucherstandards, von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechten und sozialen Rechten kommt. Zuallererst ist die Einhaltung dieser Standards und die Aufrechterhaltung dieser Rechte wichtig für die Betroffenen. Wir wollen nicht, dass es in Großbritannien zu Lohndumping kommt, denn alle Menschen sollen faire Löhne bekommen, egal ob sie Deutsche, Briten oder Griechen sind. Wir können nur hoffen, dass der Brexit die Lebensqualität der Menschen nicht negativ beeinflussen wird. Es gibt eine große Verunsicherung, welche Konsequenzen der Brexit noch haben wird. Rund 3.000 Briten, die sich in Hessen zu Hause fühlen, haben daher in den letzten Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Nun ist es wichtig, diese Menschen in Hessen willkommen zu heißen und ihnen die Integration zu erleichtern. Vielen Dank.